we welcome our Croatian brothers and sisters. Hrvatska! Zap Pieps, Zap Pieps. Wieder ein neuer Tag und wir sind gerade auf dem Weg nach Budapest. Was machen wir in Budapest? Keine Ahnung. Illegale Sachen? Nein. Wir fahren zum Hillsong-Konzert. Für alle Leute, die Hillsong nicht kennen. Tja, hört sich mal die Lieder an. Danke an RJ, der gerade hinten eine Vignette kauft. Bang! Wir sind unterwegs mit Babsi, Guya RJ, Cassandra und Jeffrey, the guy. Und RJ hatte mal seine Vignette besorgt. Und ja. Okay, tschüss, du bleibst da. Warte mal. Komm mal. Hi. Hi, everyone. My house in Budapest. Na 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 na. All right, peeps. We arrived in where are we now? We arrived in Budapest. It was a long drive, but thank you to RJ. And we're on our way to the stadium for the concert hall. I don't even know why I'm talking in English. Habe ich von Deutsch geredet? Achso, gut. Jetzt rede ich halt wieder Deutsch. Okay. Kommt ein bisschen durcheinander. Ist halt eine neue Umstellung für mich. Eigentlich haben wir keine Ahnung, wo wir jetzt hingehen. Aber die gehen alle in die Richtung, oder? Wir sind jetzt hier, suchen gerade unseren Eingang und schauen, wie viel die T-Shirts kosten. Ich habe auch nie gewusst, dass man ein Buffet so schlappt. Ja, sicher nicht. Ja, schauen wir uns mal die T-Shirts an. Und ja, mal schauen. Alright, wir sind jetzt drinnen, haben unsere Sitze gefunden, welche eigentlich nicht unsere sind, aber egal. Und drehen wir die Stage an. Die Halle fühlt sich gerade und ich bin mega aufgeregt. Gell? Wir warten mal, bis sich die Halle endgültig füllt und die Band auf die Bühne kommt. Hier ist Song. Pretty Lightning. Wait, Selfie. Oh mein, no. Hey. Danke, dass ich dabei bin. Ja, du musst halten.
Konzert ist zu Ende. Wir haben gerade noch T-Shirts gekauft. Wow, so viele Leute. So viele Leute, die nicht Deutsch reden. Und jetzt sind wir auf der Suche nach dem nächsten T-Shirt-Stand, weil es bei dem einen die Größe nicht mehr gab. Jetzt geht's mal wieder zurück nach Wien. Und ich bin wieder hungrig. Wirklich hungrig. Ich bin mittlerweile schon im Aufzug bei mir zu Hause und ich konnte den Heimweg gar nicht filmen, weil ich etwas müde bin und ich es eigentlich vergessen habe. Aber ja, ich bin halt nicht der beste Vlogger. Aber ich try my best. Umziehen, etwas frisch machen und dann schlafen. See you.